Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vorneweg eins, ja ich weiß, der Titel ist etwas sehr clickbaity geworden. Aber vielleicht ist ja doch etwas Wahres dran an dieser Aussage. Heute möchte ich euch ein paar Drachen vorstellen, die vielleicht eine Fähigkeit besitzen, die es ihnen ermöglichen könnte, einen großen Überwilden im Kampf zu besiegen. Doch bevor wir einen solchen Kampf veranstalten können, müssen wir erstmal einen Rahmen setzen. Zum einen könnte der große Überwilde jeden anderen Drachen kontrollieren, der nicht selbst ein Alpha ist, beziehungsweise gerade einer wird. Dazu kommt, dass die großen Überwilden meist einen ganzen Schwarm von Drachen mit sich führen. Deshalb werde ich ein ähnliches Szenario wählen wie im Finale von Drachen zum Leichtgemacht 2. Die Herausforderer sind gerade zum Alpha geworden, beziehungsweise sind gerade bei diesem Step dahin zu kommen und kämpfen nun mit dem großen Überwilden um seine Drachen, also um diesen Schwarm. Dementsprechend wird die Kontrollfähigkeit vom großen Überwilden nichts bringen und die Herausforderer werden alle überdurchschnittlich gut, schlau, groß und erfahren für ihre Art sein. Damit sei aber genug gesagt, schauen wir uns gleich nach dem Intro den ersten Herausforderer an. Beginnen wir mit dem ersten Herausforderer. Einem, den ich bereits einmal gegen den großen Überwilden antreten lassen habe. Der Skrill. Zweifellos einer der mächtigsten und stärksten Drachen. Doch leider hilft in diesem Match reine Stärke nichts, da was das angeht, der große Überwilder so ziemlich mit der stärkste Drache ist. Seine dicken Schuppen schützen ihn vor den Blitzen des Skrills und das ist auch das Problem. Der Skrill hat eigentlich kaum eine Chance, dem großen Überwilden etwas anzutun. Er hat wohl die minimale Chance, ihn ähnlich wie ohne Zahn den Roten Tod mit einem Blitz im Maul zu treffen. So wie das Gas des Roten Todes sollte das Wasser des großen Überwilden die Blitze des Skrills nur verstärken und durch den kompletten Körper leiten. Jedoch stehen seine Chancen dafür schlecht. Sehr schlecht. Aber andersrum kann der große Überwilder den Skrill auch nicht einfach einfrieren oder erschlagen, da er viel wendiger und schneller ist. Außerdem kann er auch auf Blitzen reiten, um sich jederzeit aus der Gefahrenzone befreien zu können. Solange sie über dem Wasser kämpfen, sollte weder dem großen Überwilden noch dem Skrill die Munition ausgehen, da er ja auch ohne Gewitter Blitze anziehen kann, wie wir in der Serie sahen. Im Endeffekt wird es wohl darauf hinauslaufen, dass der mit der geringeren Ausdauer verlieren wird. Außer einer von beiden trifft den anderen tatsächlich, was ich eher für unwahrscheinlich halte. Ich würde sagen, der Skrill hat eine Chance von weniger als 1%, den großen Überwilden zu besiegen. Schauen wir doch gleich, wie die Chancen für unseren nächsten Herausforderer stehen. Der Todbringer, auch bekannt als der Wolf der Lüfte. Dieses Match ist so ziemlich das Gegenteil zu dem letzten. Der Todbringer steht dem Skrill Geschwindigkeit und Beweglichkeit zwar nach, so hat der große Überwilder auf jeden Fall bessere Chancen, den Todbringer zu treffen, als den Skrill. Dennoch ist der Todbringer schnell genug, um nicht direkt besiegt zu werden. Dafür hat er dem Skrill eine Sache voraus. Er kann dem Großüberwilden etwas anhaben, denn er hat diese an Luft entzündbare Säure, welche Stahlketten schmelzt, schrägstrich zersetzt. Damit sollte er dem großen Überwilden auf jeden Fall Schaden zufügen können. Die Frage ist also, wie lange braucht der Todbringer, um die dicken Schuppen des großen Überwilden zu durchdringen und wie viel Zeit bekommt er? Denn er wird dauerhaft sich auf das Ausweichen konzentrieren müssen. Ich sehe seine Chancen höher als beim Skrill, da er ihm etwas anhaben kann. Allerdings sehe ich auch die Chance, dass der große Überwilde den Kampf frühzeitig beendet, auch höher als im Kampf gegen den Skrill. Von daher sage ich, der Todbringer hat vielleicht eine Chance von knapp unter 3%, diesen Kampf siegreich zu verlassen. Doch der letzte für heute hat es noch einmal in sich. Dieser Drache verfolgt einen ähnlichen Plan wie der Todbringer. Er ist ebenfalls relativ schnell und noch beweglicher. Wie er sich im Vergleich zum Todbringer schlägt, kann ich nur schlecht einschätzen. Doch er braucht sich nicht so sehr auf Geschwindigkeit und Beweglichkeit zu verlassen, denn er hat eine andere Fähigkeit, die ihn in diesem Kampf rüsten wird. Von wem spreche ich überhaupt? Der Wechselflügler. Er ist in der Lage, sich an seine Umgebung anzupassen und damit ungesehen seine Säure über den großen Überbilden zu verteilen. Die größte Schwäche des Wechselflüglers ist in der Luft, denn dort kann er sich nicht anpassen. Doch wenn der große Überbild etwas gegen ihn machen will, muss er provisorisch alles um ihn herum einfrieren, in der Hoffnung ihn zu treffen. Doch damit gibt er dem Wechselflügler die Chance, ihn von mehreren Seiten getarnt anzugreifen. Es kommt also im Endeffekt darauf an, ob der große Überwilde ihn zufällig trifft oder nicht. Leider dürfen wir nicht vergessen, dass er etwas größer ist als ein normaler und dadurch leichter getroffen werden kann. Doch er hat eben auch mehr Säure pro Schuss als ein durchschnittlicher Wechselflügler. Solange er am Rücken des großen Überwilden bleibt,
sollte er eigentlich keine Probleme haben, immer wieder die Säure langsam durch die Schuppen durchzuätzen und irgendwann den großen Überwillen zu besiegen. Ich würde daher sagen, dass seine Gewinnchancen bei unglaublichen 40-50% liegen. Aber was sagt ihr dazu? Stimmt ihr mir zu oder sagt ihr, ich spinne und der Wechselflügler hätte niemals eine Chance gegen den großen Überwillen? Allein schon, weil er nicht an seinen Rücken ranfliegen kann, sondern sich irgendwie durch Wald oder durch anderes Gebiet anschleichen müsste. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Falls ihm so war, gebt ihm auch gerne einen Daumen nach oben, falls sicher, und dann auch einen Daumen nach unten. Dann aber bitte nicht die konstruktive Kritik in den Kommentaren vergessen. Darüber freue ich mich immer sehr, weil ich mich daran verbessern kann. Und jetzt würde ich sagen, habt ihr noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. Leute.